Jetzt los. Wo ist das Tor zu? Die muss nach Schaden lassen. Ich kann jetzt scheiße mehr. Servus Bursche, wir sind wieder back. Heute Louis Vuitton Achse 130 km/h Folge 4. Tags. Heute ist es soweit. Der Motor, wie ihr seht, wir haben euch schon ein wenig angelogen. Wir haben schon den Motor schon mal eingebaut. Und heute wird der Rest auch ein wenig eingebaut werden. Der Sitz ist eh noch nicht fix drauf, das tun wir gerade ein wenig umeinander. Der Tag hat schon ein wenig am Auspuff umeinander geschnitten und geschweißt. Wir haben vom Zeug Maxi Factory die Anweisung gekriegt, 2 cm müssen weg, damit es höher draht. Und da arbeitet der Tag schon fest drauf. Ich will mir jetzt die Kamera gleich schnappen und werde euch einmal einen groben Überblick verschaffen, was gerade so passiert da bei uns. Tagsprojekt 130 km/h. Was sagst du? Alles für den Maxi. Alles für den Hund. Okay, ich rede gar nicht lang, ich nehme die Kamera, Dachs, jetzt wirst du wieder gefilmt, wenn du Tata-Sachen, neue Sachen machst. Also da habt ihr wieder das Louis Vuitton Maxi, Reifen sind drinnen. Letztes Mal war nur ein Motor voll. Der Motor ist jetzt einmal so drinnen, wie wir letztes Mal zusammengebaut haben. Zündung und Kupplung fehlt noch. Der Dachs arbeitet gerade am Auspuff vom Engel. Und vorne der Reifen ist auch schon drinnen. Die Bremsen werden wir heute auch gleich mal aufbauen, Dachs. Dann können wir mal den ersten Rolltest machen, oder? Mhm. Und jetzt sagst uns du einmal, was da mit dem Auspuff schon passiert ist. Das ist ein 85 Kubik KTM-A6 Auspuff, gell? Genau. Wir haben nämlich Kontakt, also er hat mit uns eigentlich Kontakt aufgenommen. Patrick Leitner heißt der, glaube ich, gell? Weißt du das? Patrick Leitner? Ich glaube, Patrick hat er geheißen, der hat uns auf Facebook geschrieben, dass sein Rekord, passt, was er mit dem Zeug damals aufgestellt hat, 140 kann man irgendwas GPS gemessen ist, der hat sogar einen A6-Auspuff oben gehabt. Gute Voraussetzungen, oder? Mega gute. Ja. Wir haben da jetzt einen 2 cm rausgeschnitten aus dem Krümmer. Ja. Wenn wir das schaffen, wenn wir das da drinnen ein wenig ausfräsen. Auch. Ja. Und dann wenn wir das dann wieder so aufmontieren. Das dann mal ein wenig kürzer werden, geht sich das auch aus? Wird sich das ausgehen, dass wir einen Ständer umlassen können? Ja, kommen wir so her. Jawohl, Alter, das ist spannend. Mach ich mir das eh bekannt vor Kommentags und sag's einer. Aus welchem Moped war der Auspuff? Ja, der war auf der Purple Legacy. War er auch, aber für welchen haben wir ihn eigentlich angepasst? Weißt du das noch? Purple Legacy, für mich ist das der Purple Legacy Auspuff. Also der, was da hinten ist? Ja. Okay. Gross Maxi. Achso, du meinst die gerade, ja genau, das Road to Gold Gross Maxi, ne? Und beim Beschleunigungsrennen war er oben auf der Purple Legacy. Und jetzt kommt er aufs Louis Vuitton Maxi drauf, mit dem, was wir zum Rekordversuch starten werden. Bist du zuversichtlich? Ja, ich bin zuversichtlich. Ich rede nicht mehr viel, wir haben auch offen zu tun, ich mache mir die anschwassen. Okay, und ich baue da mal ein wenig Raum an und die Sachen auf. Schau, dass ich die Bremsen vor andere Geräte wieder runterschrauben kann, dass sie unvollständig sind. Und ich würde sagen, Zeitraffer, es geht los. Herr Burschen, wie ihr seht, da der Magura MT5 vom Bike Total kommt auch da drauf. Scheinbremsen, alles da von Dachs Factory. Und ich mache mich da einmal drauf. Dachs, wie schaut's aus? Auspufftechnisch, gut. Markiert, wenn wir mal punkten. Kann ich rausfahren. Ferrari steht raus, dass wir nichts reinbrennen. Alter Vater, warte, jetzt muss es gar nicht so bleiben. Jetzt müssen wir gleich einmal schauen, wie der eintopft, oder? Wie das nachher. Hopp nochmal. Schori!
Nicht schlecht. Geil ist das. So, Dachs, Auspuff fertig geschwast, oder was? Ich film da nicht hier, Alter. 2 cm kürzer, damit es ein Draht. Diese Stelle muss dann leider zensiert werden. Sprechen, fremde Schwasserei, sag's nicht. Scheißegal. So wird das alles auf die Art. Ich drück den Hagelzieher in die Hand. Das hab ich schon gesehen. Jetzt gibt's nicht aus. Nimm ihn an. Jawohl. Jetzt sehen wir uns was. So, die Kabel habe ich die gegeben. Für die 130 km/h. Schlüpfrig. Schlüpfrig. Eigentlich brauchen wir einen Füll nieder am Lenker noch, gell? Mhm. Aber das werden wir nicht machen. Wegen der Sicherheit. Wegen der Sicherheit. Sicherheit geht vor. Sichern ist für Arschlöcher. Die Chromlampe ist um. Jetzt ist die Frage, Chrom lassen oder schwarz machen? Stimmt so in die Kommentare. Insta-Story habe ich gerade Abstimmung gemacht. Es ist genau halbe Tags. Was sagst du dazu? Kann nicht reden. Da hat das Kopf drin. Wie viele Kilometer fährst du mit ja, ich schätze circa, warte mal auf Sitzen nach Hause, unsere Teststrecken ist circa, sage ich mal, 2 Kilometer. Ich schätze 10, werden es werden. 10 Kilometer könnt ihr aushalten. Also, ich brauche noch dran. Nein, das soll für immer zusammenhalten bleiben, das soll dann fertig sein. Dann jetzt packe ich mal das kleine Schmuckstück da aus. 24er BBK-Vergaser. Polini. Kommt auf das auf. So schaut das dann circa aus. Ist ein riesiges Gerät, würde ich sagen. Aber ich fahre eigentlich nichts anderes mehr außer Polini. Dachs, oder? Fahren wir noch was anderes wie Polini? Kommt nichts ins Haus, sagt er. Passt, der wird aufgebaut. Der alte Halter, den hast du jetzt da quasi zurückgemacht zu dem. Der Holzer. Der wird direkt am Auspuff angeschweißt, oder? Der Holzer nicht so viel, aber. Ja, halt genug. Wenn ich den Auspuff verliere, ist es nicht so tragisch bei 130. Meine Damen und Herren, ich bin der Marco Rubio als großer Antwort. Kurz mit, das Moped ist fast fertig. Dachs Factory hat gerade alle Register gezogen. Wir starten heute nimmer mehr, aber es ist wurscht. Ich zeige euch einmal, was die Fahrt ist. Auspuff, montiert, Gasgerät, nur mal um, noch nicht montiert. Dann haben wir die Ketten ist montiert, die Ketten. 21er Rätsel, goldene Ketten, 36er ganz hinten, meine Freunde, meine Damen und Herren, wir haben noch, Sie werden begeistert sein. Wir haben eine 21er Vergaser schon montiert. Wahnsinn, oder? Danke. Wahnsinn. Wahnsinn, wir brauchen nur mehr die Zündung und die Kupplung und dann kommt mal das Projekt starten. Schlauchschön. Schlauchschön. Jetzt auch wieder runter. I gotta pick up the pace. They throwin' shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. They hating on all of my songs. Yeah, I don't know what can I say. They throwin' shots, what I'm say by his grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around, got me stoned, man. Tag 2. Den Tagbrenner. Bremsen weg, Mann. Deshalb brauchen wir ein bisschen Bremsen. Deswegen brauchen wir Bremsen. Dachs, zeig her mal, der Ewald hat uns da Back to Dark Holzer Ewald. Hat uns Bremsen wieder gegeben. Magura MT5, wie ihr schon alle wisst. Und wir brauchen neue Buckeln auch. Neue Bremsbuckeln, also. Bremsbeläge. Backbutton. Hey.
heute gibt es mal Spezialtrick mit Rebens. Und zwar, wie tut man die Gasgeräte für Dachs? Mit Luft normal, gell? Ich mache es immer mit Luft, ja. Ich mache das immer mit Benzin. Das ist ein alter Staatsmeister-Trick von Ottmar Rubel. Man tut da ein bisschen Benzin rein. Der verdampft dann eh. Hui! Der verdampft dann eh und dann braucht er sich nicht mehr drauf. Locker flockig kriegt das auf. Geht dann locker flockig auf. Dax, fass einmal zusammen, wie ist das mit dem Gasgerät? Darfst du den empfehlen? Was haben wir da? Domino-Nachbau-Gasgerät war das jetzt? Ja, der Nachbau-Gasgerät, oder? Da gibt dann muss man da drinnen von dem durchsichtigen Acrylglas, oder? Was wegschneiden, dann kann man auch Gas geben, sonst ist der gleich blockiert. Außerdem ist der für einen DMB-Zug zu kurz, da muss man nachher noch wegschneiden. Oder in Elvis jetzt nehmen, oder? Ich weiß nicht, vielleicht passt der Elvis. Der Elvis. Okay, danke. Ottmar Rubel Staatsmeister-Trick hat wieder funktioniert. Gasgriff sind auch, also die Griffe sind eigentlich auch gut, gell? Die sind immer vollständig, Alter. Sagst du? Schaut gut aus. Ich zeige euch da jetzt, was lässig ist, und zwar habe ich ausgeräumt. Wer die Louis Vuitton Maxi von früher schon kennt, der weiß, dass wir da so einen Wölfki-Kotdeckel oben gehabt haben, so einen gelben. Und den habe ich gefunden, der ist zwar extrem angefuckt, aber ich glaube, der gehört original wieder drauf, Dax, oder? Mhm. Das gehört dazu einfach, oder? Und die, was das von damals noch kennen, glaube ich, die werden das lässig finden, dass es den überhaupt noch gibt. Und der kommt nächstes Mal auch drauf da. Jawohl, Reifensticker sind drauf, Dax Factory. Jetzt sind wir richtig schnell, oder? Pirelli, F1, Style. Mach das so gern. Jawohl, sehr gut. So, und jetzt kommt der alte Staatsmeister Rubel. Applaus! Und da gehört jetzt runtergemessen. Du nicht gleich aufsagen, heute ist da ein spezieller Auftritt. Staatsmeister Rubel. Oder? 10 Tage einstellen, der Buch Maxi. Ja. E50 Motor. Ja. Weil sie ja noch zu schwach sind, dazu muss der Alltag gehören. Kann ich dazu stimmen, ja. Gut, also. Was gibt's Neues am Buch Maxi liegen von dir? Bei mir? Ja, ich bin jetzt fast schon fertig mit meiner gelben, aber muss nur noch beim Motor die Nummer noch ein wenig umstanzen. Ja. Und dann ist schon Einsatz bei der Tür. Das heißt, sobald nächstes Jahr der erste Sonnenschein in die Atmosphäre tritt. Sobald die Straße gekehrt ist und keine Splitten mehr auf der Straße ist, fahre ich schon 135 damit. Der gelbe Blitz ist dann unterwegs. Er will uns überbieten. Er will uns überbieten. Also hat der gar nicht. mit ihrem Auto aber nicht. Nein, das nicht. Aber mit ihrem Fahrzeug aber nicht. So, jetzt gehen wir es an. Oder? Was hast du da gemacht? Du hast dich vorbereitet. Du hast den Kolmer oben an den Totpunkt gestellt. Oder? Kolmer oben an den Totpunkt stellen und dann genau bei der Gehäusesplittung kehrt dann auf dem Magnet einen Strich gemacht, ja. Ja, und dann gehört retour gefahren, genau 1,6 cm, 16 mm, und dann gehört wieder ein Strich gemacht. 16 cm? Oh, 16 mm. 16 mm. Oh, 16 mm. Ja. Ja, und das gehört jetzt auf der Schublade. Der Schublehre mit. Dax Factory, wie ist die Zusammenarbeit mit Herrn Oldtog? Ach, ich habe mir gerade reingestichen. Das ist nicht gut. Die Zusammenarbeit ist nicht so gut. So. Ich freue mich immer, wenn wir zusammenarbeiten. Lernt man auch immer was. So, 16, wenn das passt. So, jetzt gehört die Knopf. Guck mal, Moment. Was machst du da genau mit dem Füllzeug? Ja, der ist, was die Kurbel wollen, auf der Kurbel schleift. Mhm. Reinigt die Kurbel. Und reinigt praktisch immer die Kurbel. Dass er da immer den richtigen
Abstand gibt dann. Da muss man schauen, dass der Unterbrecher nicht angebrannt ist. Der gehört halt immer angefällt. Mhm. Oder ein Eicher natürlich. Genau, ne? So. Dritten mache ich auch noch. Ist der länger der dritte? Alltag freist du schon auf die Weihnachtsshow. 17. gell? 17.12. ist soweit. Was ist so? Ja, da haben wir, wieder unsere Spezialaufführung, weißt du? Wir proben schon die letzten zwei Monate, dass wir unsere Vorführung. Ja, du, oder? Axe Factory, Jason King, Bambana 46, ich. So, und das da, gell? Diese Platte, ja, gehört einmal in die Mitte von den. In der Mitte von den Auslöser gehört die einmal montiert. Weil die Platten tut man dann noch verstellen. Der Feineinstellung zum Zündung, Vorzündung oder Nachzündung. Okay. Du musst uns die Zündung so einstellen, dass wir 130 fahren, okay? Du bist verantwortlich jetzt. Wir haben alles gemacht, was wir. Ja, sicher. Ich das eh, ich hab's alles gemacht. Ich hab's da alles neu. Einen neuen Unterbrecher, einen neuen Kondensator. Alles hab's da gemacht. Wenn der Kondensator nämlich schwach ist, dann gibt er den Funken nicht her und das wird keine 130 fahren. Okay. Ja, es ist sowieso so, die Zündung, da werden wir sowieso da reingehen. Da zweifeln wir tags, oder? Ob die Eich überhaupt das im Stand ist dazu. Und im Notfall, wir werden es probieren mit der. Im Stand ist das sicher, darum willst du eh nicht schon sein. Du bist vertraut immer noch vorher auf so gute Technik, gell? Und das ist Bosch. Bosch. Natürlich. Die machen es auch richtig schön. Deutlich, die gehört nochmal dann Odrat. Das ist der neue Rolex. Die gehört leichter gemacht. Die gehört rundum und dann die Hälfte weg. Und da vorne auch. Dann explodiert es. Haben wir schon alles gesehen im Internet. Ja, das muss ich ja mit Hirn machen. Da darfst du ja nicht, was er sich muss weniger weggeben. Ne? Ja. Das haben wir ja bei Buch auch gemacht, ne, glaubst du? So. Was hast du da für Wagen unternommen? Sind die original aus dem Buchwerk? Die sind original, nein. Vom Versuch, von der Versuchsabteilung habe ich die gekriegt. Nicht schlecht, he? Und da hast du was oben stehen, wie man sagt, in der 100%. Ja, wie ist das einstellst, wie ist das? Ja. Jawohl. Sagst du mal, es ist vorerst einmal alles eingestellt so grob? In groben Zügen ist ja eingestellt. Schaust ganz streng aus mit der Brille, muss ich da sagen. Ja. Fertig. Super, dass du da warst heute und uns das gemacht hast, auf jeden Fall. Fertig. Fein einstellen müssen wir halt noch. Du wirst auf jeden Fall dann eingeladen zu 130 km/h feiern. Nein, bin eigentlich. Aber vorher müssen wir es schaffen. Macht mal, ich habe alles zusammen organisiert, alle Protektoren, alles. Das kann gefährlich werden. Den kriegst du gar nicht mehr aus seinen Unterlagen in den Alltag. Was? Die kriegt man gar nicht mehr raus, da aus deiner Mappen. Warum? Nächstes Mal einfach. Na gut. Also was sagst du zu dem Moped? Ist es super geworden oder? Oder was? Ja, super, das Louis Vuitton ist ja, war eh schon super beieinander mit das Gerät und jetzt hast du es noch mit zum Leben erweckt. Schon, gell? Finde ich ganz super. War schade gewesen darum, oder? Ja, sicher war schade. Im Alltag habst du es zum Verdanken, dass die nicht komplett schwarz geworden ist eigentlich, ja, das gell? Was haben wir dir zum Verdanken? Hab da ich noch kurz vorher eingeredet. Ja, das stimmt. So, also tschüss. Danke, tschüss. Also ja, ich glaube, es ist ein sehr schönes Moped geworden. Viele haben am Anfang geschimpft wegen der schwarzen Gabel, aber es könnt ihr mir vertrauen, ich mache keine schieren Sachen, mache ich nicht mit dem Dax Factory. Und ich glaube, dass das mit der schwarzen Gabel, mit der schwarzen Schwingen da hinten in Wahrheit super geworden ist. Motor ist jetzt so gut wie fertig.
gehört nur mehr die Kupplung, gehört noch eine, da warte ich noch, da schickt mir der Ewald die Woche. FMF-Auspuff haben wir das mal also auch angepasst, das ist fix und fertig. Die ersten Tests können kommen, das nächste Video wird ein ganz Abstimmungsvideo werden. Jawohl. Also ich würde sagen, das war's dann wieder von dem Video. Wir haben das Moped einmal so grob fast fertig eigentlich. Ein paar Kleinigkeiten noch, dann haben wir es wirklich geschafft. Und ich würde sagen, es geht nächste Woche weiter bei deinem Gefährt. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Für dich. Thank you.